Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht und habe mir jetzt noch ein paar Orte rausgeschrieben. Mal sehen, ob das alles jetzt, ob wir es jetzt hinkriegen, wirklich alle Sachen zu finden. Eins soll nämlich, eine Statue soll direkt auf dem Strommast sein. Ich glaube, ich sehe die sogar schon. Da brauchen wir wieder hier dieses, oder meinen die den? Ist ja gut, Willi, ich weiß, du kannst nicht erwarten. Dafür sollen wir das hier machen. Da oben, ich hab's gesehen. Vorsichtig. Ja, 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 nein, nein, nein. Nein! Nein! Okay. Aber das sollte ich hinkriegen. Das machen wir doch gleich nochmal. Zack. Ich darf nur nicht so weit fliegen, Willi. Merkt ihr das? Oh, habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Das war knapp, du. Das ist wieder eine Sache des Timings. Vielleicht sollte ich dafür auch dieses Slow... Wo läuft denn die Ziege hin? Vielleicht sollte ich dafür auch das Slow Motion benutzen. Ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, das zu schaffen. Ah, shit! Das ist aber auch eine verdammt knappe Stelle, muss man einfach so sagen. Darauf zu kommen ist gar nicht so einfach. Na, shit. Das war jetzt natürlich eine sehr schlaue Idee, Peter. Du solltest vielleicht erstmal drauf achten, dass du das ordentlich hinbekommst, bevor du hier Slow Motion machst, ne? So. Das kann ja Jahre dauern. Das hat sowieso nicht funktioniert, wie es soll. Ah, das ist ganz schön schwer. Das ist ganz schön schwer. Aber ich liebe Herausforderungen. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön. Okay. Die nächste. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon haben. Das war ein bisschen komisch beschrieben, aber wir gehen einfach mal zum Schwimmbad rüber. Und gucken da mal. Bei den... Ah, Hilfe! Bei dem Wasserrutschen. Wenn man da runterfährt, da soll man anscheinend... Moment. Auf der linken Seite in Fahrtrichtung die nächste Statue. In einem kleinen Gebüsch. Ja, Büsche gibt's ja hier genug, ne? Also müssen wir eigentlich nur das ganze Astwerk hier absuchen. Irgendein Busch hier wird's ja wohl sein. Ich bin mir da offen gesagt nicht so sicher. Weil hier habe ich noch gar keinen Einblick mehr, ne? Vor allem, was meinen die mit kleinem Gebüsch? Hier sind überall Gebüsche.
Hä? Also ich denke, das überspringen wir einfach. So. Ach ja, das mit dem Klohäuschen. Weil das mit dem Klohäuschen, meine ich, da hätten wir die Statue schon, aber wir können ja mal nachschauen, kostet uns ja nichts. Depp. Komm her, du Stoppschild! Batz! Lol. Aus dem Weg, ich hab zu tun, ich muss zum Scheißhaus. Weil hier oben habe ich die ja auch nicht übersehen, ne? Die hier stehen soll. Nö, die habe ich schon gut. Und beim Klohaus, die müsste ja so offensichtlich sein, dass wir die eigentlich schon haben sollten. Nee, haben wir nicht. Meins. Und wenn wir schon mal hier oben sind, können wir auch gleich noch gucken. Hier soll auch eine sein. Und schon fehlt uns nur noch eine. So, beim Schwerkraftcenter soll ein Berg sein. Wir brauchen nur noch eine Statue, ne? Es gibt hier jetzt einige Möglichkeiten. Wie soll ich rauf? Wie soll ich das denn machen? Ach, das da. Das mit der Grube meinen die wahrscheinlich. Okay. Genau, dann gibt es ja noch diesen Boulder of Death. Da drunter soll noch eine Statue sein. Kann sein, dass ich die auch schon habe. Das ist jetzt nur noch Krümelkackerei, denke ich hier, was wir hier machen. Da es nur noch eine gibt, da können wir auch gleich auf dem Weg mal hier beim Gewächshaus vorbeischauen. Vielleicht ist sie ja hier drin, die ich suche. Nö, die habe ich wohl schon mitgenommen. Tach, hast du noch eine Statue hier? Eine, die ich nicht hab. Nö, hier oben ist keine, gut. So, dann hätten wir noch beim Pool zwei Bäume. Welchen Pool meinen die jetzt? Meinen die den hier? Weil das ist doch der einzige Pool, den ich hab, oder? Hier steht aber nur ein Baum. Oder gibt es hier noch einen Pool irgendwo? Weil hier in den Ästen ist doch nichts, oder? Du bist nur ein Astloch. Gut. Wir gehen mal hier rauf. Von da oben haben wir einen besseren Überblick. Weil ich meine, das hier ist ja das einzige mit Pool so gesehen, ne? Warum darf ich denn hier nicht drauf? Das da hinten könnte auch noch als Pool durchgehen, ne? Oder meinen die beiden da? Hier ist überall Wald drumherum und der sagt, direkt beim Pool sind zwei Bäume. Die könnten auch die beiden meinen, die könnten die beiden da hinten meinen, die könnten alles meinen. Meint ihr die? Zwei Bäume direkt beim Pool. Es gibt doch hier gar keinen anderen Pool. Es gibt nur diese hier, ne? Also müssen wir jetzt die Bäume hier durchsuchen. Falls die überhaupt sind. Oder meinen die Bäume hier? Aber das sind doch keine, das ist doch kein Pool hier, das ist die Rutsche. Ne, also kann ich mir nicht vorstellen, dass die das mähen, ne?
und einen anderen Pool mal überlegen, aber es gab hier keinen anderen Pool, ne? Hilfe! Aber es heißt ja nicht, dass die Bäume nebeneinander sein müssen. Zwei Bäume stehen direkt beim Pool. Das heißt nicht, die müssen nebeneinander sein. Das kann der und der sein. Das sind dann zwei Bäume. Und in den Ästen eines dieser Bäume sollen wir die Statue finden. Geben wir doch mal unser Bestes. Ja, hier oben sieht es mir nicht so aus, als wäre da was drin, ne? Aber meint ihr das hier wirklich mit Pool? Das ist doch das Schwimmbad, oder nicht? Für mich ist das kein Pool, für mich ist das hier ein Freibad. Ein großes Becken, kleines Becken, zwei Rutschen, was soll das? Oder meinen die die beiden? Es gibt hier so viele Bäume, die das sein können. Also hier habe ich jetzt nichts eingesammelt. Zwei Bäume stehen direkt beim Pool. Gibt es hier noch irgendeinen Pool? Wir versuchen es nochmal mit dem Baum. Schwupp. Baum. Au. Also hier ist keins. Ne, könnt ihr mir nicht erzählen, dass hier noch eine Statue sein soll? Ich gucke mir das Ganze nochmal von ganz oben an. Vielleicht gibt es ja doch hier irgendwo noch einen Pool, wo ich mir jetzt dachte, den gibt es gar nicht, obwohl es den ja doch gibt. Ich den nur vergessen habe oder so. Ist aber auch die herrlichste Beschreibung der Welt. So ein Schwimmbad hier mitten im Wald. Und dann sagen, ja, da gibt es zwei Bäume. Au. Au. Ich rutsch rum. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht die Statue, die ich brauche, denke ich mal. Miau. Ne, hier gibt es keinen anderen Pool, das ist der einzige. Habt ihr eine Statue hier? Au. Gut, ich würde sagen, ich mache hier erstmal ein Päuschen. Ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen umsehen und komme dann gegebenenfalls, wenn ich die Statue finde, nochmal wieder, ne? Also, bis gleich. Ach ja, ich lieg hier noch immer im Gras rum. Hallöchen. Ich weiß jetzt, welche zwei Bäume gemeint sind. Die stehen für mich zwar nicht direkt beim Pool, aber naja gut. Es handelt sich dabei nämlich tatsächlich um die beiden Großen da. Und da soll irgendwo eine Statue drin sein. Flattern wir einfach mal rüber. Auf gut Glück. Hoffentlich finden wir jetzt die letzte. Oh yeah. Ah da, ich seh's. Sehr schön. Ich hab's schon erspäht. Shit. Kommst du wohl da runter? Und du steh gefälligst auf. Gibt's hier nicht auch ein Trampolin? Da können wir doch einfach mal hier so ein bisschen springen. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Die letzte Statue, die räumen wir uns auch noch. Und dann haben wir sie alle. Sie alle haben wir sie dann. Okay, einmal noch. Dann geht's rüber. Nein, doch nicht. Nochmal. Ah. Verblödete Ziege. Blöder. Wie? Tut mir leid, Willi. Ich hab's nicht so gemeint. Komm. Schönartig. Schönartig machen.
Blöde Ziegenstatuen, wie kann man die so gemein verstecken? Aber nach der hier haben wir wenigstens alle. Also kriegen wir das schon noch gebacken und dann ist Ruhe. Okay, das letzte Mal. Okay. Das müsste perfekt klappen. Nein! Ich hänge im Baum. Ah, Hilfe, ich falle. Ist das eine gemeine Statue, hä? Schwupp. 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 Und schwupp. Ah. Nein, das war wieder ganz knapp. Das war ganz knapp. Das war eine richtig knappe Angelegenheit. Das ist aber echt auch gar nicht mal so leicht, daran zu kommen. Ja. Ja. Space Goat haben wir freigeschaltet. Was soll das denn jetzt schon wieder? Und damit haben wir auch alle Trophäen gefunden. Aber wieso ist die Quest noch aktiviert? Ich hab doch alle Quests. Ich dachte, das wäre dann weg. Nein, gut, auf jeden Fall haben wir alles gesammelt. Und beim nächsten Mal werden wir die beiden neuen Ziegen ausprobieren, die wir freigeschaltet haben. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss.